Hallo und willkommen bei Motorkrank. Heute geht es zwar um den Mini R50, also eine weitere Folge bei den Minimods, aber vor allem geht es darum, wie man ein Flexrohr ersetzt. Das Flexrohr ist ein Element, das relativ weit vorne in Richtung Krümmer montiert ist und die Schwingungen, die im Motor entstehen, auch durch Beschleunigungs- und Bremsvorgänge, eben durch Lastwechsel und auch alle anderen Vibrationen, fernzuhalten von der restlichen Abgasanlage. Die Abgasanlage wird so geschützt, die Schweißnähte halten länger und das ist generell komfortabler für uns im Innenraum, da wir eben nicht jede Vibration mitbekommen. Die Flexrohre allerdings, die sind letzten Endes jetzt der Schwachpunkt und verschleißen. Sie brechen, sie lösen sich auf in ihre Bestandteile und somit haben wir ein Leck in der Auspuffanlage oder wir haben wiederum die Möglichkeit, dass sie so locker werden, dass die ganze Auspuffanlage im hinteren Bereich dann doch anfängt zu schwingen und sich zu bewegen. Ist eines von beidem oder beides sogar gleichzeitig der Fall, also hört man schon aus Richtung Flexrohr, da bläst irgendwas ab, da ist der Motor etwas, sagen wir mal, kerniger als sonst oder die ganze Auspuffanlage nach hinten hin fängt auf einmal an zu schwingen. Kann natürlich auch an verschiedenen Aufhängungspunkten liegen, die hinten dann defekt sind. Meistens liegt es dann aber auch am Flexrohr. Wir wechseln heute das Flexrohr und wie das geht, zeige ich euch. Bleibt dran! Um das Flexrohr jetzt zu tauschen, muss vorne einmal der gesamte Abgaskrümmer ausgebaut werden. Da hängt auch der Katalysator mit dran. Wenn man sowas ausbaut, muss man natürlich auch wieder neu abdichten. Deswegen gibt es hier einmal ein Dichtset für den Krümmer von HJS. Das beinhaltet einmal hier die Flanschdichtung nach dem Katalysator nach hinten gesehen und hier oben am Abgaskrümmer die Dichtung in Richtung Zylinderkopf. Egal bei welchem Fahrzeug ihr das jetzt macht, da sollte man eigentlich immer das entsprechende Teil auch ausbauen, um es vernünftig schweißen zu können. Nicht immer kann man unter dem Fahrzeug das Flexrohr einmal komplett außenrum sauber einschweißen. Deswegen wird in der Regel der vordere Teil der Abgasanlage demontiert. So, und ein entsprechendes Flexrohr habe ich jetzt auch besorgt. Hier beim Mini haben wir das Problem, dass das alles vom Bauraum sehr eng ist. Das ist auch ein sehr kurzes Flexrohr. Das hat jetzt hier die Länge 10,5 cm, also 105 mm und hat den Innendurchmesser von 55 mm. Generell gibt es zwei Varianten, wie man so ein Flexrohr einbaut. Die eine Variante ist eben ein Flexrohr zu nehmen mit exakt der Größe, die auch das alte Flexrohr hatte. Und somit muss man relativ aufwendig die Schweißnähte auftrennen und das Flexrohr genauso wieder einschweißen wie vorher. Die einfachere Variante, die jetzt hier beim Mini nicht möglich ist, ist, dass man ein Flexrohr wählt, das ein Stück länger ist und man schneidet dann eben rechts und links die Rohre durch und setzt das neue Flexrohr auf. Ich zeige das euch dann später, wenn das Flexrohr hier auf der Werkbank liegt, noch einmal. Rüber zum Fahrzeug. Der erste Step am Fahrzeug ist natürlich, wie immer, aufbocken. Ich habe das jetzt hier schon gemacht über die Rampen. Ich habe, damit ich hier unten auch zum Filmen ein bisschen mehr Platz habe, auch die Hinterreifen angehoben und da Unterstellböcke drunter gemacht. Das muss nicht unbedingt sein, das habe ich jetzt letztens nur gemacht, damit ich es euch besser zeigen kann. Hier hat man auf Rampen eigentlich genug Platz, um unten an den Flansch ranzukommen, hinter dem Katalysator. Und den Abgaskrümmer, den müssen wir jetzt ohnehin hier oben im Motorraum lösen. Ganz wichtiger Tipp, macht auf jeden Fall am Vorabend hier ein bisschen Kriechöl drauf bzw. Rostlöser auf alle Schrauben oben am Abgaskrümmer und unten am Flansch. So, ich fange an hier oben im Motorraum am Abgaskrümmer. Da werde ich zuerst das Hitzeschutzblech entfernen und danach die 8 Schrauben vom Abgaskrümmer. Thank you.
So, der Abgaskrümmer ist jetzt einmal komplett gelöst. Alle 8 Schrauben sind lose. Jetzt geht hier noch ein Kabel runter. Das ist die Lambda-Sonde. Die Lambda-Sonde hängt hier hinten dann auch am Krümmer dran. Und die Lambda-Sonde ist hier da unten versteckt. Da hinten sieht man sie so leicht. Auf der rechten Seite guckt sie raus. Da steckt hinter dem Flexrohr, das hier an dieser Stelle sitzt, die Lambda-Sonde. Die werde ich jetzt so nicht demontieren können. Das heißt, ich ziehe hier oben einmal von diesem Stecker, der hier unten drunter ist, das Kabel und nehme die Lambda-Sonde mit dem Krümmer nach draußen. So, willkommen unterm Auto. Wir sehen hier einmal den Hauptcut. Da vorne geht es weiter zum Vorkart und darüber wird dann das Flexrohr sitzen. Das sieht man von hier aus jetzt nicht. Was da schon runterbaumelt auf der rechten Seite, das ist das gelöste Kabel von der ersten Lambda-Sonde. Hier hinten, hinter dem Hauptcut, ist noch die zweite Lambda-Sonde. Hier habe ich ebenfalls schon das Kabel gelöst. So, und hier von der Seite sieht man jetzt auch den Flansch, der hier nach dem Hauptcut kommt. Die Abgasanlage hier im hinteren Bereich ist wohl schon mal getauscht worden. Da sieht man auch den Unterschied. Hier gibt es jetzt letzten Endes nur noch die 2 Schrauben zu lösen und dann kommt dieser Flansch hier auch auseinander. Und dann bin ich gespannt, ob dieser gesamte Krümmer mit dem Cut zusammen einmal nach oben rauskommt oder doch hier nach unten rausgefädelt werden muss. Das ist ziemlich eng. Also der Krümmer ist raus. Wenn man das linke, also fahrerseitig angebrachte Hitzeschutzblech auch demontiert, sind 3 kleine Schräubchen, dann kommt man auch hier oben mit dem breiten Flansch vom Krümmer unten am Stabilisator vorbei und an den Schaltleitungen bzw. an den Schaltzügen und so weiter, dann klappt das. Dann kann man die nach unten rausziehen. Ja, und als ich ihn dann rausgezogen hatte, hat man sehr gut gesehen, das Flexrohr hier oben ist einfach fertig. Das ist komplett, zumindest mal die äußere Hülle hat sich aufgelöst. Dicht ist es soweit. Wo er undicht war, ist hier hinten am Flansch. Durch die entstandenen Vibrationen ist dann der Flansch sehr wahrscheinlich undicht geworden. Und ich hatte eigentlich dieses Hitzeschutzblech hier nur hingelegt, um zu zeigen, das ist das linke, das muss man ausbauen. Aber das hier hat mich dann stutzig gemacht. Ich habe gedacht, okay, kommt das vom Flansch? Das ist eigentlich gar nicht in der Höhe vom Flansch. Ja, und leider ist es dann eben vom Katalysator. So, ich habe den Katalysator mal umgedreht. Diese Schweißnaht, die hier einmal außen rum geht, die ist ziemlich schlecht verarbeitet, beziehungsweise da liegt halt die eigentliche Schweißnaht, die die Jungs da gemacht haben, einfach direkt neben dieser Kante. Das heißt, das ist gerade so ein bisschen mit dran gebrutzelt gewesen, hat sich jetzt gelöst, ist aufgerissen und wenn der Cut heiß wird, dann dehnt er sich natürlich aus und dann wird er hier undicht. Das ist hier im Prinzip auf mindestens 10 cm, ungefähr von hier bis hier rüber, alles offen und genau hier bläst der Hauptcut ab. Okay, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt natürlich keinen kompletten Krümmer gekauft, sondern nur das Flexrohr, um das zu reparieren. Ein kompletter Krümmer kostet so im Zubehör um die 180, 220 Euro, je nachdem, welchen Hersteller man da wählt. Der ist dann einmal komplett von vorne bis hinten mit einem neuen Hauptcut und dann ist auch alles wieder paletti. Hier vorne wird der Zubehörkrümmer keinen Vorkart haben. Das hier ist nämlich übrigens das Vorkart-Gehäuse. Das ist sowas wie ein Hitzeschutzblech, das hier nochmal außen rum geht, wie so eine Glocke. Da drinnen sitzt ein kleiner Metallcut und erst hier hinten ist ein Keramikcut verbaut in diesem großen Gehäuse. Das ist dann der Hauptcut. Aber egal, der größere Hauptcut von den Zubehöranlagen reicht auch völlig aus und die Werte werden eingehalten, haben auch E-Zeichen, also kann man die dann ruhig kaufen. Um das Video jetzt fertig zu machen, werde ich hier dennoch das alte Flexrohr rausnehmen, das neue reinpacken und dann werde ich hier hinten einmal die Naht komplett reinigen und das nachschweißen. Vielleicht hält's, vielleicht hält's nicht. Wenn's nicht hält, dann zeige ich euch auch nochmal, wie man einen Nachrüstkrümmer installiert. Ich hoffe aber, das Ganze hält und ich habe jetzt nur das Flexrohr zu machen, da hinten die Reparatur und dann ist mal Ruhe hier an der Stelle. Ja, kommen wir zum Wechsel des Flexrohrs. Hier gibt es 2 Varianten.
Eine Variante ist, hier einmal komplett rechts und links abschneiden, wirklich komplett durchschneiden und dann ein Flexrohr aufsetzen auf die übrig gebliebenen Rohre rechts und links, das größer ist, das dann dort wieder drüber geschoben wird und dann wird es umlaufend festgeschweißt. Hier habe ich aber nicht die Möglichkeit, vom Bauraum her ein größeres Flexstück aufzusetzen. Ich muss also die innenliegenden Rohre hier erhalten. Um das zu gewährleisten, wird hier jetzt wirklich nur ganz vorsichtig das Flexrohr selbst aufgeschnitten und das eben so nah wie möglich an dieser Schweißnaht, die hier rechts und links ist. Wenn das gemacht ist, kann man das Flexrohr runternehmen und diese Schweißnähte jeweils nochmal mit einer Schrubbscheibe bearbeiten und entfernen. Bevor man jetzt aber ans Schneiden geht, ist noch ganz wichtig, dass man sich die Position hier markiert. Dafür nehme ich ein Edding bzw. einen Marker und werde hier einmal eine gerade Linie drüber machen. Diese Linie gewährleistet jetzt, wenn das neue Flexrohrstück eingesetzt wird, dass es nicht verdreht ist, also nicht der Krümmer zum restlichen Abgasstrang verdreht ist und das neue Flexrohrstück dann unter Spannung steht. Ich mache mir die Linie jetzt auch auf der anderen Seite nochmal zur Sicherheit und wenn das neue Flexrohr dann aufgesetzt wird, kann ich das genau dort ausrichten. So, ich glaube, jetzt sieht man ganz gut, was ich gemeint habe. Das innere Rohr hier müssen wir unbedingt erhalten, weil da wird unser neues Flexrohr dann aufgesteckt und hier umlaufend verschweißt. Jetzt, wie gesagt, müssen hier rechts und links einmal die überstehenden Schweißnähte bzw. der Rest von diesem Flexrohr nochmal runtergenommen werden. Dafür nehme ich eine grobe Schrubbscheibe auf die Flex und werde das hier alles entfernen. Ich habe das Flexrohr jetzt schon aufgesteckt hier auf die Katalysatorseite und schon an zwei Punkten festgepunktet. Jetzt kommt hier das gereinigte Krümmerteil drauf. Wie man sieht, ist hier überall die Schweißnaht weg und ich kann den Krümmer jetzt so weit wie möglich hier aufstecken und mit dieser Linie hier übereinstimmen lassen. Damit mir der Krümmer jetzt nicht unter Spannung steht bzw. das Ganze jetzt nicht krumm wird, sondern möglichst gerade aufeinander sitzt, lege ich hier einfach noch das alte Flexrohr drunter. Ja, und jetzt kann ich anfangen, die ganze Sache hier zusammenzuschweißen. So, einmal rundum verschweißt, schön im Punktschweißverfahren würde ich mal sagen, immer einen Punkt nach dem anderen gesetzt, dass das eben nicht zu heiß wird und keine Löcher entstehen, da verbrennt man nämlich ganz schnell mal das Material, je nachdem wie dick es ist. Das hier ist jetzt fertig und ich habe auch in der Zwischenzeit schon hier drüben den Cut wieder verschlossen. Ich hoffe, das hält jetzt so. Ich habe übrigens auch reingeguckt mit dem Endoskop hier in den Cut hinein. Der sieht wunderbar aus, ist also noch in Ordnung. Genauso der Vorcut hier vorne. Also, das alte Flexrohr ist raus, das neue ist drin. Auf die Linien habe ich auch genau geachtet. Das sollte jetzt wieder alles so passen. Was ich jetzt noch machen werde, bevor das Ganze eingebaut wird, ist hier diese Dichtflächen vom Flansch. Die werden einmal richtig schön sauber gemacht. Genauso auch die Dichtflächen hier oben am Krümmer. Die werden ebenfalls schön gereinigt und dann wird das Ganze montiert mit der neuen Dichtung, die hier schon an der Seite liegt. So, der Krümmer ist jetzt von unten schon mal wieder reingesteckt und unten am Flansch habe ich zumindest mal eine Schraube reingesteckt, dass er nicht hier runterfallen kann. Jetzt ist der Krümmer hier oben, hängt hier noch relativ locker rum.
Als erstes muss jetzt die neue Dichtung dazwischen, da bitte aufpassen, dass sie eben richtig rum ist, aber da könnt ihr auch nichts falsch machen in der Regel, denn dieses Lochmuster hier, das passt eben nur in einer Richtung. Ich nehme jetzt direkt die neuen Schrauben, die in diesem Dichtsatz mit dabei waren. Ja, und festgezogen werden die Schrauben jetzt mit 24 Newtonmetern. Das beginnt man am besten von innen und arbeitet sich dann kreisförmig nach außen. So, als nächstes kommt das Hitzeschutzblech rein. Das wird hier auf der einen Seite reingeschoben. Dann kann man es drehen. Und dann sollte das hier auch wieder nach oben kommen. Nicht vergessen, da unten baumelt noch das Kabel von der ersten Lambda-Sonde. Das am besten jetzt gleich als nächstes hier hoch verlegen und hier am Hitzeschutzblech festmachen. Ja, hier oben ist jetzt alles fertig soweit. Jetzt geht's unter das Fahrzeug. So, wir sind unterm Auto. Die Lambda-Sonde, die da oben drin steckt, ist jetzt auch schon angeschlossen. Das Kabel geht hier unten, das ist das weiße, einmal durch, geht dann hier unter dem Hitzeschutzblech in diesen Halter hinein und da unten ist dann auch der Stecker. Jetzt kommt genau an dieser Stelle hier das erwähnte Hitzeschutzblech wieder drauf. Das Hitzeschutzblech lässt sich übrigens am besten montieren, wenn das Ganze hier noch locker ist, wenn man die Möglichkeit hat, hier den Cut ein bisschen zur Seite zu ziehen. Die Dichtflächen hier auf beiden Seiten sind gereinigt und somit kann ich auch hier eine neue Flanschdichtung einsetzen. Jetzt hat der Mini ein neues Flexrohr, das alte kommt in die Tonne. Hat sich die ganze Sache gelohnt? Zumindest jetzt ist es repariert, das Flexrohr ist relativ günstig. Und der Einbau, wenn man ihn selbst machen kann, ist natürlich auch günstig. Aber man braucht eben entsprechend auch das entsprechende Werkzeug und auch ein Schweißgerät sollte man haben. Lohnt sich es, den Krümmer zu reparieren? Müsst ihr wissen, es gibt relativ günstig, wie gesagt, ab 180 Euro schon ganze Krümmer inklusive Katalysator. Das dauert dann natürlich auch nur einen Bruchteil der Zeit. Vergesst nicht, bevor ihr jetzt den Wagen hier abbockt und rausfahrt, erstmal warm laufen lassen, immer mal wieder drunter gucken und schauen, ob irgendwas undicht ist. Wenn es dann nämlich so ist, muss das ganze Ding wieder raus oder ihr habt Glück und könnt dann entsprechend hinten den Flansch nochmal nachziehen, weil der sich nochmal gesetzt hat oder oben den Krümmer etwas nachziehen. Ich habe jetzt leider gesehen, dass auch hinten der Mittelschalldämpfer schon undicht ist an dem Fahrzeug. Das heißt, da werde ich dann als nächstes rangehen müssen. Ob ich das einfach nur zuschweiße oder ob er dann hinten eine, aus dem Zubehör eine neue Abgasanlage bekommt, ab dem Cut, also ab dem Flansch, wo ich gerade verschraubt habe, weiß ich nicht. Ich mache jetzt Feierabend und schneide das Video und wir sehen uns. Bleibt motorkrank!